Wenn's draußen auf dem Platz kalt und nass und eklig ist, ist Hallenfußball angesagt. Und das am besten hier im Glaspalast. Bereits zum 30. Mal findet dieses Jahr der Mercedes-Benz Junior Cup statt und zieht wie jedes Jahr tausende Zuschauer an. Natürlich ein großes Stückchen Stolz auch dabei, ein Turnier in der Größe 30 Jahre lang zu machen, auch als Bekenntnis hier zum Standort. Das ist für uns schon eine besondere Ehre und auch eine kleine Herausforderung, das alles hier zu organisieren. Tatsächlich steckt für die Organisatoren viel Arbeit drin. Catering für die Besucher und die Teams, Technik in der Halle und für die Übertragung ins Fernsehen und Internet, der Kunstrasenbelag und alles drumherum. Von der Logistik und Koordination von 8 Profi- und 10 Azubi-Teams ganz zu schweigen. Warum macht man sich seit 30 Jahren diesen Aufwand? Bekenntnis einerseits zum Standort hier in Sindelfing mit einer großen Produktionsstätte hier. Auf der anderen Seite Bekenntnis zu unseren Talenten, den Azubis. Wir haben mit 10 Azubi-Teams am Start. Und ein Bekenntnis zum Jugendfußball, weil sie ein Partner des VfB Stuttgarts und dort auch Partner der Jugend. Und das, glaube ich, ist so für uns der perfekte Dreiklang, den wir mit dem Junior Cup unterstützen. Klar, der Junior Cup ist auch immer eine Talentschau. Hier kann der Nachwuchs zeigen, was er drauf hat und sich auf internationalem Niveau mit anderen vergleichen. Das ist auch für so manchen Zuschauer interessant. Es sind eigentlich mit die Besten in dem Altersbereich und es ist schön zu sehen, wo wir da gerade stehen. Aber auch, welche Talente haben wir, die unter anderen Bedingungen gute Leistungen bringen können. Und daher bin ich immer gern hier, weil es Spaß macht zuzuschauen. Spaß macht natürlich vor allem das Zusehen bei der eigenen Mannschaft. Und mit was wird der VfB hier dieses Wochenende rausgehen? Hoffentlich mit dem Turniersieg. Hab schon viel Positives gesehen. Die Jungs sind heiß und gehen da auch in ihre Grenzen. Aber sie sind nicht alleine hier. Da gibt es noch ein paar, die was dagegen haben. Tatsächlich, Porto, Wien, Glasgow, Manchester, Frankfurt, Leipzig, München, Gladbach. Jeder will hier unbedingt gewinnen. Der Junior Cup hat sich in 30 Jahren viel Anerkennung erarbeitet, überall in der Welt. Wir haben jetzt zum ersten Mal dieses Jahr einen Livestream nach China über PPTV. Das letzte Endes auch zeigt, dass hier eine große Nachfrage auch nach Sport und Fußball im Speziellen ist und auch nach dem Junior Cup. Der VfB scheitert schließlich im Halbfinale beim Elfmeterschießen an Leipzig. Den 30. Junior Cup sichert sich am Ende das Team von Rapid Wien. Gewinner sind aber wie jedes Jahr auch alle Spieler, die hier ihr Talent zeigen können. Und die Fans, die sich die Autogramme der Stars von morgen holen.